Hey, ich bin's. Die Person, die anscheinend Minecraft und YouTube für Fortnite gequittet ist. Obwohl ich in den letzten 7 Tagen nur 19 Spiele habe, wovon, glaube ich, 18 an einem Tag waren. Aber ich will jetzt mal offen reden. Sei es jetzt die Person, wo es auch ein Großteil dieses Videos um diese Person gehen wird, oder auch die anderen Sachen. Dieses Video wird mehrere Themen haben. Wie erstmal alle Themen, die ihr im Titel sehen werdet, wie es weitergeht, was kommt, etc., ob dieser Kanal überhaupt noch existieren wird oder nicht. Kommen wir erstmal zum ersten Thema, und zwar zu einer Person. Und zwar heißt diese Person Prinks, oder wie ich ihn aktuell auch nenne, Heuchler. Ich werde euch in diesem Video aber auch noch zeigen, warum. Aber drehen wir die Zeit erst einmal ein bisschen zurück, und zwar zum 20k-Pack. Und zwar hat er mir vor ein paar Monaten auf Twitter eine Privatnachricht geschrieben. Diese Nachricht hier ist natürlich nicht die Privatnachricht, sondern habe ich mir selber mit einem zweiten Account geschrieben und ist natürlich frei erfunden. Denn ihr wisst, die originale Nachricht dürfte ich euch nicht zeigen, natürlich aus rechtlichen Gründen. So, und jetzt fangen wir an. Nachdem ich ihn das Texture Pack geschickt habe und dieses Texture Pack beinhaltet um die 600 Elemente, hat er es wohl bearbeitet und gesagt, hey, ich habe irgendwie Lust, das TP zu bearbeiten, weil einige Elemente gefallen mir dort nicht. Er hat's gemacht, ich habe geguckt, es wurden 7 Elemente überarbeitet. Ich habe am Änderungsdatum alles nachgeguckt. 7 Elemente wurden bearbeitet. Danach hat er die Splashes von mir gelöscht, von meinem Pack, und hat dorthin geschrieben, Pack by Prinks. Dann macht er ein Video, zeigt das Pack und sagt, ja, und ratet mal, wer dieses Pack gemacht hat. Ja, und zwar habe ich dieses Pack gemacht. Naja, okay, ich habe ungefähr 90% dieses Packs gemacht. Dude, ich weiß nicht, wo du Mathematik oder so gelernt hast. Aber von 600 bis 700 Elementen sind 7 Elemente garantiert nicht 90%. Danach hatte er es nochmal überarbeitet, nachdem ich ihn einfach nochmal an eine andere Version, nochmal selber von mir überarbeitet, wieder geschickt habe. Und ich habe übrigens keinen Designer oder ähnliches für dieses Pack engagiert oder ähnliches. Ich habe dieses Pack komplett selbst gemacht. Das habe ich ihm auch gesagt. Hat er im Video zwar wieder gesagt, ja, entweder hat Wemmes oder sein Designer gemacht. Dude, zuhören. Und was kommt, nachdem ich ihn das bearbeitet, die bearbeitete Version schicke? Er ändert insgesamt 2 Sachen und ändert den kompletten Text des Packs um, wenn man in diesem Startmenü ist, mit Pack Make by Prinks. Er sagt, dieses Pack ist von ihm. Er sagt, ja, er hat ungefähr 90% dieses Packs gemacht. Dude, du hast von 700 Elementen 7 gemacht. Kurz gesagt, er wollte einfach nur das Pack, damit er es bearbeitet und circa überall Werbung reinklatschen kann. Sei es, dass er meine kompletten Splashes löscht, das sind die rechts, die man da rechts oben sieht, und für sich dort Werbung reinpackt, sei es, dass er den Namen des Packs editiert und mal reinschreibt, Made by Prinks oder ähnliches. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass dieses Pack, sage ich mal, geleakt wurde. Aber ich kann euch auch sagen, warum ich das selber nicht veröffentlichen konnte in der gesamten Zeit. Aber ich finde es schlimm, von welcher Person es geleakt wurde. Und zwar sagt er, ja, da viele dieses Pack haben wollen und es mir nicht um Klicks oder ähnliches geht, release ich das einfach mal. Dude, du hast von 700 Elementen 7 Sachen gemacht. Und schreibst überall, löscht den Namen des Packs, schreibst den Made by Prinks, löscht die Splashes, machst Werbung für deinen YouTube- und Twitter-Account in diesen Splashes und wolltest dieses Pack nur, damit du 7 Sachen editieren kannst und Werbung dort reinklatschen kannst. Was bist du für ein Untermensch? Ach ja, und du Profi-Designer solltest erstmal lernen, wie man Texte formatiert. Ja, aber an die Leute, die sich jetzt wirklich interessieren, wie geht es mit diesem Kanal hier weiter, was wird kommen, etc. Es wird auf jeden Fall, diese Stimmung wird sich ändern. Also es wird jetzt nicht so sein wie jetzt diese, ich sag mal, ersten 3 Minuten, wo die Stimmung dann halt ein bisschen, sag ich mal, schlechter, ein bisschen angespannter und ein bisschen ruhiger, ähnliches etc. ist. Der Kanal wird sich grundlegend erstmal für einen Monat ändern. Grund dafür werde ich euch jetzt erstmal alles offen erzählen. Und zwar ging es damit los, dass ich vor 2 Monaten oder jetzt inzwischen 2 Monate und ein Tag 18 geworden bin. Ich habe meinen Führerschein erfolgreich bestanden und habe jetzt seit dem 1.8. mit einer Ausbildung angefangen, die jetzt also seit 5 Tagen oder 6 Tagen Hauptthema ist. Und jetzt, warum das Pack noch nicht kam. Erstmal habe ich mich nämlich auf andere Sachen konzentriert, sei es jetzt der Führerschein oder dass ich mich jetzt erstmal in die Ausbildung reinfinden muss. Ich hatte auch vor, nicht nur das Pack einfach zu releasen, sondern noch was dazu zu machen. Und zwar wollte ich das erste Mal Facecam machen. Ich habe bis jetzt noch keine Facecam und alles. Und ich finde jetzt aber, müsste das Video sein, scheiß auf Facecam. Aber was ich trotzdem machen will und warum dieses Video auch heißt, ich zeige mich. Ich habe mir jetzt einen Instagram-Account gemacht. Hier auch nochmal.
den Namen. Werde ich jetzt auch links oben eingeblendet lassen. Und dort werde ich dann halt einfach die kommenden Tage oder die kommende Woche oder keine Ahnung, die kommenden 1 bis 7 Tage oder so einfach mal irgendwelche Bilder von mir posten. So. Weil ich selber habe noch keine Facecam-Investition, Facecam-Videos zu machen. Aber ich will jetzt in den nächsten Monat, bis ich mich nachher wieder in Gaming ein bisschen reinfinde, wenn ich mit der Ausbildung ein bisschen vertrauter bin und allem, dann will ich auch wieder richtig anfangen, irgendwelche Gaming-Videos zu machen. Das heißt, wenn ihr auch wirklich noch Lust auf sowas habt, dann könnt ihr jetzt vielleicht diese Zeit, vielleicht interessieren euch diese Videos, die ich jetzt diese Zeit auch machen werde, auch. Und zwar wird dieser Kanal erstmal ein kleiner Art Top-10-Kanal werden. Ich hatte ja schon das Thema in Minecraft zum Beispiel, Top-10-Clips of the Week, aber ich will jetzt das so ein bisschen Top-10 mehr umfassender machen als Minecraft. Und zwar will ich das mit Themen machen, die mich auch wirklich interessieren. Sei es jetzt vielleicht Top-10-CWBW-YouTuber oder sei es Top-10-Wasserparks, weil wer mich kennt, weiß, Wasserparks sind live. So. Aber ich habe mir jetzt vor, so eine Art, so einen kleinen Top-10-Kanal zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass ich nie wieder Gaming machen werde oder so. Ich werde mich, wenn ich in die Ausbildung auch reingefunden habe oder so, werde ich höchstwahrscheinlich in einem Monat oder so auch wieder aktiv irgendwas mit Gaming machen oder auch mal Real-Life-Vlogs, wenn ich mir dann eine geeignete Cam habe, sei es Facecam, wenn ich eine Facecam habe oder ähnliches. Ich will aber nicht nur auf diesem einen Punkt sein. Ich will nicht immer nur Gaming. Ich will mich erstmal anderweitig ausprobieren, sage ich mal, in der Zeit. Und in der Zeit ist es, finde ich, auch besser, weil ich muss mich erstmal in die Ausbildung reinfinden. Und dann ist so eine Top-10-Liste, finde ich, viel gechillter, als wenn man dann wirklich irgendwas mit Gaming-Videos macht oder so. Weil ich habe zwar die Motivation irgendwie, dass man mit irgendwelchen Freunden oder sowas zockt, der PC, aber die Motivation zwischen was zocken und dieses Spiel dann aufzunehmen und halt nur so zu spielen sozusagen, ist immer eine andere. Aber ich habe Lust auf sowas wie Top-10-Listen und ähnliches. Wer mich kennt, der weiß, dass ich sowas wie eine Statistik oder so oder Aufwertungen in Top-10 etc. so eine Sachen feiere. Ich weiß, ich bin ein komischer Mensch, aber ja, gut. Und das habe ich jetzt, wie gesagt, vor, erstmal in diesem Monat so ein bisschen zu machen. So Top-10, aber wirklich nur mit den Themen, die mich interessieren. Und ich habe in diesem Monat halt vor, so kleine Top-10-Videos zu bringen. Seien es jetzt die Top-10-Vergnügungsparks, die Top-10-Wasserparks, die Top-10-Wasserrutschen, die Top-10, keine Ahnung, die Top-10-Spiele, sei es auch jetzt mal eher so Sachen wie Top-10-CWBW-Spieler oder ähnliches. Halt so ein bisschen in so eine Top-10-Listen-Dings gewöhnt, bla bla bla. Gaming und TC wird auch wieder zurückkommen, aber das werde ich erst wieder machen, wenn ich wirklich die Motivation dazu wieder habe, mich in die Ausbildung ein bisschen reinfinde und das alles wieder viel gechillter ist. Weil man hat zwar die Motivation, oder was heißt die Motivation, man hat zwar noch Lust daran, in letzter Zeit spiele ich auch wieder mehr Minecraft TC und Fortnite eigentlich auch gar nicht mehr, also wenn ich irgendwie was spiele, sag ich mal, aber die Motivation, etwas nur zu spielen oder aufzunehmen und zu schneiden und allem, ist immer eine andere. Und ja, man kann zwar Bock irgendwie auf das Spiel haben, aber nicht, dass man da jetzt die ganze Zeit alles aufnimmt, sondern einfach mal so privat so ein bisschen, ja, sorgt. Das wird sich aber auch ändern. Ich werde auch irgendwann, oder was heißt irgendwann, es wird wahrscheinlich, wenn ich mich in die Ausbildung ein bisschen reinfinde, allerhöchstens einen Monat dauern, dann werde ich versuchen, auch wieder aktiv sowas wie Gaming etc. zu machen. Aber ich habe ja schon gesagt, es werden auch Vlogs dazukommen, es wird sowas wie Facecam dazukommen und ich werde mich so ein bisschen individualisieren und nicht halt nur Minecraft. Also, ja, ich will halt das machen, woran ich Spaß habe. So, wenn es jetzt Top-10-Videos sind, dann mache ich die Top-10-Videos, weil ich daran Spaß habe und nicht, weil ich mich zu irgendwas gezwungen fühle. Sei es was anderes, ist es halt was anderes. Aber so wird es auf jeden Fall erstmal sein. Ich werde, wer sich dafür nicht interessiert, okay, kann ich verstehen. Der sollte, kann diese Zeit sich vielleicht mal ein bisschen bedeckt halten, sag ich mal. Aber hatet bitte nicht unnötig rum. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Und das werde ich und will ich auch immer auf YouTube machen. Ich habe ein Jahr lang aktiv Gaming und Minecraft durchgezogen und ich hatte zu jedem Zeitpunkt, wo ich auch Videos hochgeladen hatte, Lust dazu und Motivation und Mühe in die Videos reingesteckt. Sei es jetzt auch Videos vor einem Jahr, wo man sich vielleicht noch nicht so gut mit Schneiden etc. auskennt, man ist jetzt ja immer noch nicht der Profi, aber jedes Video, was ich gemacht habe, da hat Leidenschaft, Mühe und vor allem Spaß hintergesteckt. Und das habe ich auch vor, weiterzumachen und mich so ein bisschen in die verschiedensten Bereichen so ein bisschen auszufinden, bla bla bla. Ja. Mit Instagram habe ich ja gesagt, so wird es auf jeden Fall weitergehen. Ich werde wirklich versuchen, täglich durchzuhasseln und wieder aktiv, so wie vorher werden. Gaming wird auch wieder kommen. Es wird alles wieder kommen. Ich werde jetzt erstmal, bevor jetzt Leute rummeckern, erstmal schnell das Video stoppen, bevor dieses Video jetzt auf 10 Minuten geht. Und ja, jegliche Informationen habe ich ja jetzt gebracht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und versucht erstmal ein bisschen zu gucken. Vielleicht gefällt es euch ja sogar.